Gut, jetzt sind wir soweit. Genau, ich werde was erzählen über NixOS und Nix. Und mein ursprünglicher Plan für den Vortrag war, dass wir tatsächlich irgendwie live hier Sachen paketieren. Aber das hängt so ein bisschen von euch ab, ja. Weil ich weiß nicht, wie viele Nix-Experten hier im Raum sitzen und wie viele Leute, die noch überhaupt noch nie was von Nix gehört haben oder von NixOS. Und deswegen würde ich ganz gerne erstmal eine Umfrage machen. Genau, wer hat dann überhaupt Nix schon mal gehört, also als Paketmanager oder als Wort? Okay, gut. Und wer verwendet tatsächlich NixOS zum Beispiel? Okay, gut, das sind ja eher weniger. Und wer verwendet Nix, den Paketmanager? Aha, okay, gut. Das sind jetzt insgesamt doch recht mehr, aber ich glaube, ich werde trotzdem noch mal eine Einführung dazu halten, was Nix ist und was NixOS ist. Sonst verlieren wir hier zu viele Leute. Okay, also genau, aber ich nehme an, dass die meisten Leute hier wahrscheinlich Linux verwenden. Können sich mal alle Leute melden, die Linux verwenden? Ah, okay, das sieht doch gut aus. Ja, und dann gibt es noch so komische Sachen wie Darwin und macOS oder so, aber ich sehe jemanden in der hinteren Reihe. Gut, ohne jetzt hier irgendwie Shaming zu betreiben oder so. Okay, genau, also mein System zum Beispiel, da läuft NixOS und das wird auch von dem Nix-Paketmanager verwaltet. Und das sieht alles so ein bisschen anders aus, ich werde das mal demonstrieren. Also ich meine, ich kann auch Programme ausführen, ja, zum Beispiel Nix, ja. Aber was da in Wirklichkeit passiert im Hintergrund, ist ein bisschen anders als bei anderen Distributionen oder bei anderen Paketmanagern. Es gab hier in dem Raum vorher schon einen Vortrag zu konventionellen Paketmanagern. Da würde das so funktionieren, es gibt irgendwo in einem globalen Pfad unter /user/bin/bla/bla gibt es irgendwie eine Binary oder so. Das ist hier überhaupt nicht so. Also wir können uns zum Beispiel mal fragen, wo denn eigentlich diese Binary liegt, die wir gerade ausgeführt haben. Und dann spuckt es uns, aha, und der Beamer. Gut, also die Auflösung passt nicht ganz zusammen. Das kriegen wir irgendwie hin. Genau, die Binary liegt im Nix-Store, das sieht man in, da vorne, /nix/store und dann gibt es einen Hash. Ja? Und also eines dieser Probleme, was man auf konventionellen Systemen hat, ist, man hat vielleicht verschiedene Versionen von derselben Library oder so, die eigentlich auf dem System vorhanden sein sollten, aber die das nicht können, weil sie unter demselben Pfad liegen müssten. Ja? Weil vielleicht verschiedene Programme wollen vielleicht irgendwie verschiedene Versionen von einer gewissen Library haben. Und das ist zum Beispiel schon mal ein Problem, was Nix löst, ja, weil jede Library, jedes Programm und auch noch viele allgemeinere Dinge als Libraries und Programme, ja, also auch sowas wie zum Beispiel eine Konfigurationsdatei oder sowas, das alles liegt im Nix-Store und das wird alles gehasht und der Hash differenziert dann diese verschiedenen Sachen. Ja, der sorgt dafür, dass zum Beispiel verschiedene Libraries und verschiedene Pfaden liegen und auch verschiedene Binaries, ja. Und wir können uns mal anschauen, wie das da so aussieht in dem Verzeichnis. Genau, also da sieht man, das ist im Wesentlichen das, was man im konventionellen System erhalten würde, wenn man irgendwie jetzt /user/bin anschauen würde und dann irgendwie da genau den Ausschnitt sich anschauen würde, der zu dem Programm gehört. Ja. Nur, dass das jetzt alles fein säuberlich getrennt ist. Also jedes Programm hat da sein eigenes Verzeichnis unter seinem eigenen Hash und da sind die Sachen vorhanden. Genau. Also das löst schon mal das bekannte Problem der DLL-Hell, wie man so sagt. Ja. Das sieht man jetzt noch nicht ganz so hier, aber die Abhängigkeiten werden dann auch rekursiv mitgehasht. Ja. Also zum Beispiel, wenn das Programm jetzt irgendwie eine Library verwendet und die Library wiederum eine andere Library, dann ist irgendwie in dem Hash auch das mitkodiert. Ja. Genau. Was wir jetzt gesehen haben, ist, es gibt diesen Nix-Store, ja, und wenn man damit nur Paketmanagement machen möchte, dann ist das im Wesentlichen das, was passiert. Aber aus Sicht von Nix, dem Build-Tool sozusagen, ist Paketmanagement nur eine mögliche Anwendung davon. Ja? Also es gibt
Das können jetzt hier in dem Fall tatsächlich irgendwie konventionelle Programme sein oder sowas. Das können aber auch Konfigurationsdateien sein oder komplett andere Dinge. Wir können uns zum Beispiel mal fragen, wo denn, was denn in meinem Nixstore so drin ist. Okay, da sieht man jetzt verschiedene Sachen, die mit DRV enden. Das sind so Zwischenprodukte. Das ist tatsächlich nur sehr viel. So DRV-Dateien, lass mal ein bisschen mehr machen. Genau, dann gibt es sowas hier. Das ist zum Beispiel ein Pfad, unter dem so ein User-Environment gespeichert ist. Also klassischerweise im System gibt es halt einen globalen Zustand. Da sind irgendwelche Programme installiert und irgendwelche Libraries und das war's, ja. Und was man macht, ist, man ändert immer diesen Zustand. Also ich installiere zum Beispiel ein Programm. Die Idee bei Nix ist, dass man das ganz anders macht, dass man immer nur lokalen Zustand hat. Zum Beispiel könnte ich irgendwie eine Shell offen haben und diese Shell sieht dann gewisse Programme, sieht gewisse Libraries, einen gewissen Zustand. Aber ein anderes Programm, eine andere Shell würde vielleicht einen ganz anderen Zustand sehen, ja? Würde ganz andere Programme sehen, würde auch einen anderen Pfad sehen zum Beispiel. Das wird dann zum Beispiel über solche User Environments, die wiederum auch im Nixstore liegen, geregelt, ja? Die dann gewisse Sachen zusammenpacken. Das hat verschiedene Vorteile, wenn man zum Beispiel in Programmiersprachen entwickelt oder so oder generell überhaupt irgendwas entwickelt, weil dann möchte man gerne Kontrolle darüber haben, was man denn genau hat eigentlich. Zum Beispiel, was für Versionen von dem Paket man genau hat und so. Und man möchte nicht, dass das irgendwie kollidiert mit dem, was gerade der globale Systemzustand ist oder so, was der Benutzer installiert hat zum Beispiel. Genau, dann ist noch eine vielleicht sehr interessante Sache, die man hier auch finden kann. Ist das hier. Unter diesem Faden liegt der Inhalt von etc. in einer bestimmten Version. Da sind also Konfigurationsdateien von Programmen und so weiter und die sind auch alle kontrolliert durch das gibt einen Pfad und die werden nach gewissen Bauanleitungen erstellt. Und dann gibt es eine Version, die tatsächlich irgendwie das Dateisystem gerade sieht. Aber das wird im Wesentlichen gesymlinkt von einer dieser Sachen aus dem Nixstore hier. Ja? Also es erlaubt unglaublich genaue Kontrolle über das System. Und in NixOS, dieser Linux-Distribution, ist sozusagen das gesamte System nach diesem Schema gibt zusammengebaut. Ja? Also alle Teile von dem System sind in Wirklichkeit eigentlich Teile vom Nixstore und dann wird immer das, was man gerade braucht, das wird irgendwie in den Scope geholt oder wird irgendwie beim Booten dann zusammengelinkt und so weiter. Okay, dann sollte ich vielleicht mal darüber reden, wie das dann wirklich aussieht, diese Bildanweisungen, ja? Also irgendwie muss das ja alles erzeugt werden. Da sehen wir zum Beispiel, das hier ist so eine Datei in der Nix-Sprache geschrieben. Und das ist die Anweisungen, die Ingo Blechschmidt, der jetzt leider nicht im Raum hier ist, verwendet hat, um einen ISO-Image zu erzeugen. Von dem man dann NixOS booten kann. Und das ist im Wesentlichen eine Funktion, also dieses, da oben gibt es so geschweifte Klammern und da sind so ein paar Argumente und dann Doppelpunkt. Das ist eine Lambda-Funktion. Also dieses Nix, die Sprache Nix ist eine funktionale Sprache, ja. Die ist lazy tatsächlich, also Sachen werden nur ausgewertet, wenn sie gebraucht werden.
Das hier ist so ein Lambda-Ausdruck, das heißt, das ist eine Funktion, die nimmt das, was da oben steht, in den geschweiften Klammern, Config und Packages als Argumente und spuckt dann das darunter aus. Und die Sprache Nix ist sehr minimalistisch, also da gibt es nicht so viele verschiedene Primitive. Es gibt im Wesentlichen sowas wie Strings und so und Integers. Und es gibt Attribute-Sets, das ist das, was man dann darunter sieht, das ist ein gigantisches Attribute-Set. Attribute-Set heißt, man hat Paare bestehend aus einem Key und einem Value, also mathematisch gesprochen ist das gewissermaßen eine Abbildung, ja. Und man muss sich ein bisschen an die Syntax gewöhnen zunächst vielleicht, aber was da passiert ist, diese Funktion spuckt jetzt irgendwie zum Beispiel Packages ist im Wesentlichen sind die Pakete, die es gibt für Nix und dann spuckt sie irgendwie eine Beschreibung aus von, in dem Fall von diesem ISO-Image. Ja, es sagt auf einer recht hohen Abstraktionsebene, was soll da alles drin sein. Zum Beispiel steht da irgendwas von Networking Firewall.enable oder so. Also da sind so geschweifte Klammern dazwischen. Ich will jetzt auf die Syntax nicht so viel Zeit verschwenden erstmal. Und das sagt dann, naja, also wir wollen eine Firewall haben, die dann von Nix verwaltet werden soll. Und also ich meine, vielleicht ist das für Leute, die irgendwie in dem Business unterwegs sind, das ist vielleicht ähnlich zu Puppet oder so, ja. Also man kann es auch sehen als eine Art, einfach Computer zu verwalten oder Sachen zu orchestrieren. Bloß, dass es in ein wesentlich mächtigeres Framework eingebunden ist, ja. Genau, dann das ist zum Beispiel auch, das ist jetzt nicht meine Konfiguration, sondern auch wieder die von Ingo, aus dem Grund, dass meine etwas unübersichtlicher ist. Das wäre so eine Systemkonfiguration von einfach einem laufenden System. Da steht sowas wie, ja, hier gibt es irgendwie einen Bootloader und sagt irgendwie, das und das ist die UUID von dem Root-Dateisystem. Und was dann passiert ist, es gibt dann einen Befehl, der diese Beschreibung nimmt, intern den Nix-Paketmanager verwendet und dann das System in den Zustand, der da spezifiziert ist, versetzt. Also die Idee dahinter ist irgendwie, dass man nicht bestehenden Zustand verändert, so nach und nach, indem ich zum Beispiel hier ein Programm installiere oder dann irgendwie irgendeine Datei modifiziere oder so eine Systemdatei, sondern dass man eine Spezifikation davon hat, wie das System auszusehen hat und dann ein Programm hat, was das realisiert. Egal, was der Ausgangszustand ist, im Idealfall sollte das der Endzustand sein und dann sollte es so aussehen. Wenn ich jetzt unter Linux nochmal ein Programm schreibe, in C wird kompiliert, dann macht mir praktisch der Linker so absolut die Pfade rein, Beispiel slash lib, slash c. Genau, die werden alle gepatcht. Alle diese Programme referenzieren sich. Genau, das werden noch kommen. All diese Programme in Nixtore, die referenzieren sich alle durch diese absoluten Pfade. Also zum Beispiel das Programm Find oder so, was auch immer, braucht vielleicht irgendeine Library und dann ist in die Binary mit einkompiliert der Pfad, wo die Library zu finden ist, mit dem Hash und allem drum und dran. Ja? Genau. Wie das alles funktioniert, also es gibt in der Nix-Sprache wiederum selbst geschrieben, ein großes Repository, eine große Anleitung von, wie dieses Betriebssystem aussieht und wie das alles zusammengefällt wird. Das ist Nix Packages. Und wir können das mal kurz anschauen. Das ist dieses Git Repository hier im Wesentlichen. Und ist sozusagen die Liste mit allen Paketen, die es für Nix gibt, aber auch all das drumherum. Also all diese Optionen, all diese Module und all diese Sachen werden dort zusammengefällt und da sind auch zum Beispiel Programme wiederum, die dieses Patching machen, sind da auch mit drin, ja. Genau, wir können mal... das kommt drauf an, also der Idee, also wenn man das kann, versucht man die selber zu bauen und dann schon im Bildprozess die Hashes da reinzufällen. Wenn es nicht anders geht, werden auch Binaries gepatcht, ja. Das, ich meine, es gibt einige große Sachen wie VS Code zum Beispiel oder also Electron, die man tatsächlich einfach nicht von Code bauen kann. Also die Linux-Leute würden das schon tun, wenn sie es könnten, aber weil es zu komplex ist. Also das ist so ein bisschen das Problem von der Community, ist, dass sie verhältnismäßig klein ist
Also ich meine, das würde man vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht glauben, wenn man sich anschaut, das sind schon recht viele Commits, ja. Auch Contributors hat das recht viel. Aber das liegt so ein bisschen daran, dass sehr viele von den Leuten, die da aktiv sind, halt auch wirklich, oder sehr viele von den Leuten, die das benutzen, da auch wirklich aktiv sind, ja. Im Vergleich jetzt zu irgendwie Debian oder Arch Linux oder so, wo vielleicht Arch Linux ist vielleicht ein bisschen Ausnahme, wo halt sehr wenige Leute wirklich an der Distribution mitarbeiten und sehr viele Leute irgendwie das einfach benutzen. Es ist hier eher so, dass fast alle Leute, die das benutzen, auch an dem System mitarbeiten. Ja? Das hat Vor- und Nachteile. Das hat offensichtliche Vorteile, aber es hat auch die Nachteile, dass es zum Beispiel manchmal sehr schwierig ist, da reinzukommen. Die Dokumentation ist so ein bisschen fragwürdig an manchen Stellen. Dafür sind die Leute sehr freundlich. Also ich kann mal meinen ersten Pull-Request zeigen zum Beispiel. Genau, das war ein Paket tatsächlich, was ich geschrieben habe für NixPackages und das war mein erstes. Das ist Unico, ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt. Also ich kann mal Unico demonstrieren. Ich weiß nicht, ob man das auf die Distanz sieht, also das ist eine Katze, die eine Maus jagt, ja. Und sobald sie an dem Mauszeiger angekommen ist, brustet sie sich und legt sich schlafen. Genau, und diese Katze ist farbig, damit man sie unterscheiden kann von den anderen Katzen. Genau, also Nico ist ein uraltes Programm, der Quellcode wurde zuletzt 1990 geändert. Das ist im Übrigen auch eine interessante Sicht auf die, das in C geschrieben, ja, und deswegen geht es. Also es gibt viele andere Programmiersprachen, wo ein Programm, was 1990 geschrieben wurde, heutzutage nicht mehr kompilierbar wäre. Und das kann man mit einem modernen GCC-Compiler einfach kompilieren. Also was typischerweise, ich schaue mal, ob ich irgendwie den Issue noch finde. Genau, also, jetzt haben wir gerade ein bisschen Grafikprobleme hier. Gut. Man sieht, der X-Server hat auch ab und zu Probleme. Also eine der ersten Sachen, die ich sehr cool fand, ist, dass die Leute unglaublich freundlich sind eben. Also ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen hier ablesen kann, aber... also wenn man zum Beispiel ein Paket für Debian schreibt, ja, dann ist das eine Sache, wo man erstmal... das ist eher so ein Staatsakt, ja, also da wird man erstmal, muss man da, man braucht einen eigenen Schlüssel, HTTP-Key, was auch immer und dann, das ist schon eher involviert. Also bei NixPackages funktioniert das so, im Wesentlichen erstellt man einen Pull-Request bei diesem Git-Repository und dann wird er angenommen. Und dann sagt jemand, oder nach ein paar Änderungen angenommen, ja. Genau, und dann sagt jemand, ich möchte schauen, ob ich das hier noch finde. Ja, natürlich. Also bei Git könnte ich ja irgendwie. Nein, genau. Das gehört zu der Kultur. Das gehört zu der Kultur dazu, genau. Das, also im Prinzip geht das auch gar nicht wirklich. Man könnte natürlich Git Force und so, Git Push Force oder so, man könnte sowas machen, aber das ist ist definitiv nicht erlaubt, ja. Also es gibt immer die komplette Historie und wenn man zum Beispiel einen Commit von NixPackages auscheckt, dann kommt man immer dasselbe. Und dann hat man auch die Software in genau der Version. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wenn man mal irgendwie eine genaue Version von irgendeinem Programm braucht, dann kann man einen Commit von NixPackages nehmen, von diesem Repository, wo halt diese Bauanweisungen drin sind und kann den Commit auschecken und dann bekommt man genau das, was damals diese Version war halt. Ne? Im Prinzip könnte man auch die alten Bauanweisungen natürlich drin behalten,
als Dateien sozusagen. Aber das tut man nicht, weil sie in der Git-Historie drin sind. Genau, und auch zum Beispiel Updates von so Paketen und sowas, das funktioniert natürlich auch nicht so, dass man in place irgendwie Dateien überschreibt, sondern dieser Nextdoor, den ich vorher gezeigt habe, das ist read-only, ja. Also das ganze, die ganze Hierarchie ist read-only. Und zwar sowohl mit Dateisystemberechtigung als auch nochmal darüber read-only gemountet. Das kann ich auch mal kurz demonstrieren. Ja, also da sieht man, dass es nochmal read-only über das Dateisystem gemountet. Das ist also auch eine der Designziele davon sozusagen, dass wenn so eine Verzeichnishierarchie unter so einem Hash mal gebaut wurde, dass die nie mehr verändert wird. Ja? Also insbesondere, wenn irgendwie Programme irgendwo Dateien modifizieren möchten oder so, oder Konfigurationsdateien oder Caches oder was auch immer irgendwie so, dann muss das außerhalb vom Nextdoor passieren. Und das ermöglicht auch, dass man diese Hashes verifizieren kann im Nachhinein. Ja? Also man kann da durchgehen und kann schauen, ob diese Hashes valide sind. Und es gibt auch ein Tool, was genau das macht. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie das Dateisystem korrumpiert wird, weil irgendwo ein Bit geflippt ist oder so, weil zu viel Strahlung im Raum war, dann kann man dieses Tool laufen lassen und dann sagt es einem, hier ist ein Hash falsch und kann zum Beispiel diese Sache neu bauen. Genau, also das zum Beispiel macht genau das, was ich gerade gesagt habe. Das geht jetzt durch den ganzen Nextdoor durch und verifiziert diese Sachen und außerdem prüft es noch Signaturen, ja. Genau, also diese ganzen Sachen werden halt von den Build-Servern signiert und die werden hier jetzt nochmal geprüft. Ja, es gibt auch ein aufgefeiltes System, wie das alles funktioniert. Und ein paar lokal gebaute Sachen haben hier keine legitimen Signaturen, deswegen. Er sagt es da, untrusted. Genau. Also ein dieser Vorteile auch von dieser Read-Only-Mentalität ist halt, wenn man jetzt irgendwie zwei verschiedene Systeme hat und man Fonts, ja. wenn man zwei verschiedene Sachen hat, zwei verschiedene Systeme hat und dort dieselbe Sache baut oder dieselbe Sache irgendwie installiert oder so, dann sollte das auch, dann wird das genau identisch aussehen. Ja? Also diese Hashes garantieren im Wesentlichen, dass das identisch ist. Im Wesentlichen stimmt nicht, also es stimmt nicht ganz, ja, weil wir haben leider noch keine deterministischen Builds in der realen Welt. Ja? Also wenn das so wäre, dann hätte ich jetzt gar nicht gelogen. Ich habe so ein bisschen gelogen, ja, aber die Näherung ist irgendwie gut genug, dass das real funktioniert. Ja? Also es gibt sehr viel weniger Überraschungen als auf anderen Systemen. Wenn man irgendwie auf so einem durchschnittlichen Linux-System passiert es ja öfter mal, dass irgendwie, wenn man irgendwie komische Sachen macht, verschiedene Sachen entwickelt oder so, irgendwann mal sagt es, ja, also gibt hier einen obskuren Linking-Fehler, irgendeine Dynamic Library, da ist irgendwas kaputt gegangen, weil man die falsche Version hat oder das passiert bei Nix eigentlich nicht. Also, oder zumindest deutlich seltener. Genau, es gibt so ein paar Edge-Cases, wo man Probleme hat. OpenGL zum Beispiel, aus den Gründen, dass einfach die Welt da draußen nicht so schön ist. Ja? Also die Leute, die irgendwie OpenGL ins Leben gerufen haben, haben nicht so viel Gedanken an Reproduzierbarkeit und Zustand und so verschwendet. Deswegen hakt es da so ein bisschen. Also das hängt damit zusammen, dass es halt Treiber gibt für Hardware, für Grafikkarten zum Beispiel, die nicht im Linux-Kernel drin sind, sondern extern sind und die dann irgendwie im Wesentlichen von dem konkreten System abhängen, was man tatsächlich hat. Und das zerstört so ein bisschen die Annahmen, die Nix hat. Ja? Weil eine der Annahmen ist, alles kommt aus dem Nix-Store. Ja? Das ist sozusagen die zentrale Annahme und die wird dann verletzt, ja, weil zum Beispiel der Treiber für die Grafikkarte vielleicht komplett außerhalb vom Nextdoor irgendwie gemanagt wird. Ja. Man kann auch, das ist jetzt NixOS, also das ist die Linux-Distribution, wo man quasi alles so managt. Man kann aber auch nur den Paketmanager an sich verwenden und weil das alles hinter /nix/store liegt, stört sich das auch überhaupt nicht mit anderen
Paketmanager auf dem System zum Beispiel. Also man kann durchaus einfach Debian nehmen, kann da den Nix-Paketmanager installieren. Im Übrigen gibt es mittlerweile ein apt-Paket dafür. Also man kann einfach apt install nix sagen. Zumindest wenn das Debian neu ist. Also vermutlich, wenn man jetzt OldStable verwendet, muss man vielleicht noch 10 oder 20 Jahre warten. Dann hat man da nix und diese ganzen Programme, die dann von nix installiert werden, die referenzieren ja alle nur Sachen aus dem nix-Store, deswegen gibt es da keinerlei Konflikte. Ja. Gut. Erstmal soweit, habt ihr vielleicht Fragen dazu? Bis jetzt schon. Ja. Ich habe gerade angesprochen, reproduzierbare Builds. So eine nix-OS oder nix-Paketbeschreibung ist immer eine Bauanleitung. Genau. Also wir haben bisher noch nicht, also doch, wir haben ein Paket gesehen. Ja. Genau, also das ist zum Beispiel für Unico die Bauanweisung. Ja. Da sehe ich ja, der Download wird erstmal auf seine SHA-256-Summe geprüft, das heißt, ja, das ist deterministisch, was da heruntergeladen wird. Und das Ergebnis des Builds, also ist natürlich insofern deterministisch, wenn der Build deterministisch ist. Wenn der Build deterministisch ist, genau. Was ja vermutlich bei diesem Paket, ich habe es nicht überprüft, aber wahrscheinlich nicht ist. Genau. Also bei den allermeisten Sachen ist das nicht so. Es gibt einige Sachen, wo der Build sehr deterministisch ist, zum Beispiel, wenn man Daten runterlädt. Also zum Beispiel dieser Tarball da, ja. Das ist auch aus Nix-Sicht, also dieses Fetch-UL, was da verwendet wird, das ist auch wiederum dasselbe wie ein Paket aus Nix-Sicht. Man nennt das Derivation dann, um ein bisschen allgemeineren Sprech zu haben. Das ist recht essentiell, dass das deterministisch ist, weil man will nicht diesen Tarball jedes Mal irgendwie runterladen oder so, sondern man möchte wissen, hey, das ist jetzt dieser Inhalt, der wird durch diesen Hash-Content adressiert gewissermaßen und man bekommt immer dasselbe. Auch das ist ein bisschen gelogen. Reale Tarballs sind manchmal nicht so deterministisch, wie man denkt. Aber da wird dann dafür gesorgt, dass, also im Wesentlichen sind sie manchmal die Tarballs nicht deterministisch, aber nach Extrahieren der Inhalt. Das wird hier auch so ein bisschen noch berücksichtigt. Genau, also wenn tatsächlich Builds deterministisch sind, dann kann man in Nix statt den Hashes von den Build-Inputs, die da in Wirklichkeit drin stecken, Hashes von den Outputs nehmen, von dem, was tatsächlich da rauskommt. Und das wird an einigen Stellen gemacht, weil es eben auch Caching erleichtert und so Sachen, ja. Insbesondere zum Beispiel, wenn sich die Bauanweisungen ändern, muss normalerweise alles, was darauf aufbaut, neu kompiliert werden, neu gebaut werden. Wenn das deterministisch ist und der Output sich nicht ändert, dann kann der Build-Server das sehen und dann, also dann gibt's, muss nicht der ganze Stack darüber neu gebaut werden, ja. Aber wie gesagt, real ist das, sind das die allerwenigsten Derivationen, ja. Genau, ich meine, man hat die üblichen Probleme, ja, also es gibt Timestamps, es gibt alle möglichen Sachen in diesen Bildsystemen und die Leute versuchen das zu minimieren, ja, aber wir sind noch nicht da. Ja. Paralleler Bild. Genau, das ist auch so ein Problem, ja, also sobald man Parallelität natürlich in dem System hat, also wenn das Bildsystem gut geschrieben ist und wenn die Compiler sehr gut geschrieben wären, dann könnte das im Prinzip funktionieren, aber faktisch, genau, faktisch ist das schon... Kann das Haskell? GHC war sehr lange sehr schlecht in diesen Sachen. aber das ist so ein Fernziel auch von den Leuten, ja. Also zumindest haben sie es jetzt mal hingekriegt, dass nicht Dinge kaputt gehen, wenn man auf zwei verschiedenen Maschinen Libraries baut. Ja. Mit der Initiative, wo erst bei Debian angefangen und ein paar andere Distros aufgesprungen sind, die sind Producible Builds mit diesen genau. Non-Determinism und sowas, seid ihr mit denen in Kontakt oder... Irgendwie war ich sowieso mit drin. Also ja, da gibt es Kontakte. Mhm. Man muss auch realisieren, die NixOS-Community und NixPatches-Community ist sehr, sehr inhomogen. Also da gibt es sicherlich immer überall zu allem Kontakte in irgendeinem Sinn. Mhm. Ja, weil das hat genau das Thema adressiert. Genau, ich kann mal schauen, ob ich das finde auf Discourse. Genau, also das ist zum Beispiel eine Initiative, die das trackt.
Ja. Da sieht man, das ist das Minimal ISO Image von NixOS, was man bekommt, wenn man das runterlädt tatsächlich. Und das ist die Liste an Sachen, die nicht reproduzierbar sind. Wobei natürlich man sich darüber unterhalten muss, was reproduzierbar genau heißt. Ja, das steht auch weiter unten in diesem Text. Also man kann natürlich irgendwie verschieden an dem umgebenden Zustand der Welt sozusagen arbeiten und den irgendwie modifizieren, und dann ist die Frage sozusagen, unter welchen Deformationen soll das erhalten bleiben, ja, der Output. Was sie zum Beispiel nicht machen, ist, was da unten auch als mögliche Verbesserung noch vorgeschlagen wird, ist die Anordnung von in dem Dateisystem zu ändern, von was das Programm sieht, in welcher Reihenfolge die in dem Verzeichnis drin sind. Aber das ist zum Beispiel, also ich denke, das ist schon recht gut, insbesondere diese Sachen hier sind, also Teile davon bauen aufeinander auf. Also man sieht zum Beispiel, das hier ist die Derivation, die das Endprodukt beschreibt, nämlich das ganze ISO-Image, die ist natürlich nicht reproduzierbar, wenn die Abhängigkeiten davon nicht reproduzierbar waren. Ja, also das sind tatsächlich nicht die 10 oder 12 Sachen, die hier stehen, sondern weniger davon. Und es wird auch, also es gibt regelmäßig Comments in Nix-Packages, wo steht, macht das und das reproduzierbar. Ja. Die Leute arbeiten daran. Wobei das natürlich, also das jetzt für ganz Nix-Packages zum Beispiel zu erreichen, das ist komplett utopisch natürlich. Also das ist hier ein sehr kleines Setup von, klein im Sinne von 500 Megabyte oder so, aber von Programmen, die man da im Auge hat. Aber das ist so eine Grundfrage von Open Source. Was bringt es mir zu sagen, ja, ich habe den Quelltext, wenn ich Von einer amerikanischen Firma Binaries runterlade? Das ist auch noch so ein Punkt. Also all diese Sachen, die Nix baut, kann man lokal bauen. Und also es gibt einen Binary Cache, aber der ist komplett transparent im Sinne von, man kann immer alles, die ganze Welt lokal bauen. Ja? Also es gibt einen kleinen Bootstrap-Kern tatsächlich, bei dem das nicht so ist. Aber wenn man von dem absieht, kann man seinem Rechner sagen, hier, ich möchte gern das und das gebaut haben. Ich habe keinen Internetzugang, ich kenne ansonsten von der Welt nichts. Gut, man muss die Quelldateien haben, das ist vielleicht noch so ein Haken, aber und dann baut er alles vom Quellcode. Ja? Wir können das mal ausprobieren in einem kleinen Programm hoffentlich. Lite JDBC möchte ich haben. Ja, lass mal. Also das würde im Prinzip funktionieren. Ich muss auch ein bisschen schauen, dass das nicht hier installiert ist, ja, weil sonst gibt ihr mir den lokalen Hash, ja. Also wenn ich sage... Vorschlag Multitrain, hast du bestimmt drauf. Okay. Also wenn es drauf ist, hast du ein Multi und dann weiter? Tail-F. Ja, gleich. Okay, natürlich lädt es jetzt schon Sachen runter, nämlich den Quellcode, aber danach sollte es jetzt bauen. Okay, also eventuell hat es jetzt doch den Cache verwendet. Weiß jemand, wisst ihr, wie groß das ist? Ob das realistisch ist, dass es gerade gebaut hat? Von der Zeit her kommt. Okay, dann denke ich, dass das tatsächlich gebaut hat. Also man muss da so ein bisschen aufpassen. Ich habe eine Option eingegeben, die ihm sagt, es soll nicht die Caches verwenden. Aber was man auch sieht, ist, es hat tatsächlich was runtergeladen, nämlich den Quellcode davon. Also diese Beschreibungen referenzieren halt Quellcode, der irgendwo in der Welt liegt, zum Beispiel auf GitHub. Sehr viel, also erstaunlich viel Software liegt auf GitHub. Ich habe manchmal auch ein bisschen Angst deswegen, weil man stellt sich vor, Microsoft entschließt mal, GitHub abzuschalten irgendwann.
In irgendeinem Sinne ist das nicht so schlimm, ja, weil es gibt ja lokale Klone von dieser Information und also das ist schon irgendwo wieder vorhanden, aber natürlich sozusagen die unmittelbaren Referenzen würden dadurch kaputt gehen, ja. Genau. Also was man vielleicht auch sagen sollte, ist, diese Bildanweisungen sind hier sehr kurz. Das liegt daran, dass da halt recht viel schon Index-Packages vorhanden ist an Infrastruktur. Also zum Beispiel steht hier sowas wie, okay, hier wird tatsächlich noch Make per Hand aufgerufen, aber im Prinzip in den, bei den allermeisten Paketen wird man das da nicht finden, weil halt der, der Standardprozess ist, Make aufzurufen. Also wenn es da nicht irgendwie Optionen gibt, die man setzen muss, so wie in dem Fall, dann können so Bilder sehr kurz aussehen. Genau. Das ist alles dokumentiert in dem Nix Packages Manual. Also es gibt generell mehrere Manuals. Es gibt das für Nix Packages, das für Nix, den, das Bildtool und das für NixOS. Das findet man auf der Seite von NixOS. Das zum Beispiel ist das Nix Manual. Und dann gibt es ein Nix Packages Manual. Und was euch vielleicht auffällt, ist, was es nicht gibt, ist ein User Manual. Genau. Das bringt es wieder zu einem Dokumentationspunkt. Also man lernt recht schnell, dass die schnellste Art, an Informationen zu kommen, ist, durch den Source Code zu kreppen. Ja? NixOS.wiki. Genau, es gibt eine Wiki, das ist richtig, genau. Die hat gute Informationen, aber ist manchmal etwas veraltet. Also, ja, also das, der Grund, warum die Dokumentation so schlecht ist, ist einmal, weil es Aufwand ist, Dokumentation zu schreiben natürlich, und zum anderen, weil die Nix-Welt sich sehr schnell entwickelt hat in letzter Zeit. Und jetzt ist es vielleicht langsam dabei, sich in gewissen Bereichen zu stabilisieren, aber man schreibt halt keinen Quellcode, wenn man weiß, dass man sowieso ein halbes Jahr später alles neu schreibt, ja. Also, das war lange Zeit so ein bisschen der Punkt, glaube ich. Auch in diesem Nix-Packages-Manual, was eigentlich eben für Contributors gedacht ist, findet sich auch ein Abschnitt, der im Wesentlichen Benutzerdokumentation ist. Also, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Genau, Package Notes heißt das. Also wenn ihr die sucht, tatsächlich dann eher in dem Nix Packages Manual schauen. Genau, man kann generell den Leuten Fragen stellen. Also es gibt eben ein Discourse-Forum, es gibt einen IRC-Channel und also was man den Leuten nicht vorwerfen kann, ist, dass sie irgendwie unfreundlich wären oder so. Ich bin vorher Arch-Linux-Mensch gewesen und muss sagen, im Vergleich ist die Nix-Community deutlich offener. Genau, generell ist Nix ein sehr gutes Tool, um damit Softwareentwicklung zu machen, weil man halt volle Kontrolle über alles hat, was man so haben möchte. Also man kann genau Abhängigkeiten spezifizieren, man kann sagen, ich möchte genau dieses Paket haben, ich möchte genau diesen Compiler haben in dieser Version. Ich kann das mal vorführen. Genau, das zum Beispiel gibt mir jetzt GHCI, das ist der Haskell-Interpreter von GHC. Und dieser Ausdruck, das ist ein Ausdruck in der Nix-Sprache, der da in, der da steht, der sagt, ich hätte gerne GHC aus dem Haskell-Packages-Set. Das ist, da könnte man eine genaue Version angeben, auch von den Haskell-Paketen. Also ich könnte sowas sagen, wie ich will das, was zu GHC 8.2.2 gehört oder so haben. Und dann hätte ich gern GHC und folgende, also mit Base Library und folgenden Paketen und dann hier in dem Fall Directory, und da könnten mehr Pakete noch stehen. Und dann in dieser Shell, die ich jetzt habe, da ist jetzt, läuft jetzt GHCI und das sieht genau diese Pakete, die da stehen, plus Base Libraries. Vollkommen unabhängig davon, wie das umgebende System aussieht. Ja. Und wenn ich das zum Beispiel mache, ohne Directory da drin zu haben, funktioniert das auch, weil es in Base drin ist, hier.
Das müsste man jetzt mit einem spannenderen Paket machen. Aber was man auch sieht, ist, Trifecta war jetzt, das war auch gecached. Das musste jetzt noch ein paar Sachen machen. Aber genau, ich glaube, ihr glaubt mir das auch so. Genau, das gibt es für Haskell, das gibt es aber auch für im Prinzip ja, jede Programmiersprache. Ja, also Python hat ein Python with Packages und das ist sozusagen in der Python-Welt gibt es ja auch was, was die Leute, wie heißt das da, VirtualEnv oder so? Ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Python-Entwickler hier? Genau. Und das ist im Prinzip eine viel bessere Ersatz dafür, ja, weil man hat hier Kontrolle über die genauen Python-Pakete, aber auch über die Systempakete. Also ich kann auch sagen, hey, ich möchte jetzt die C-Library so und so in genau der Version hier haben. Genau, das ist schon ein sehr mächtiges Tool, ja. Genau, was man auch dann machen kann, ist Cross-Compiling. Es gab heute auch einen Talk zu Cross-Compiling. Idealerweise ist das so einfach, wie man sagt, hey, ich möchte gerne dieses Paket haben und ich möchte das haben in dieser und jener Architektur und dann macht nichts das. Es gibt keinen, ich muss jetzt diese Pakete installieren in der und der Variante für die und die Architektur oder so, weil das alles spezifiziert wird. Also es gibt sozusagen dieses Package-Set, was in der Nix-Sprache generiert wird, was irgendwie sozusagen diese Pakete für die Architektur enthält und dann wird das alles automatisch aufgelöst. Ja? Also es werden all die Libraries werden in den entsprechenden Versionen für die Architekturen da reingefädelt. Sozusagen der Endbenutzer muss da eigentlich nichts mehr machen. Ja? Genau, wir können uns noch kurz anschauen, wie dieses Reinfädeln genau funktioniert. Also wir haben gesehen, diese Konfiguration von dem System, die hat da oben zwei so Optionen, Packages und Config. Und Packages ist so eine interne Variante von Nix-Packages. Also da ist im Wesentlichen alles drin, was sozusagen Nix-Packages so beschreibt, insbesondere all die Pakete, die es so gibt und so. Und Config ist das, was da rauskommt. Das ist die Konfiguration, die wir im Begriff sind, hier auszuspucken. Und in der funktionalen Welt nennt man das einen Fixpunkt. Ja? Also was passiert ist, auf einer operationellen Ebene. Diese Funktion hier wird aufgerufen mit dem Teil der Konfiguration, der gewissermaßen schon feststeht. Dann fügt das hier, dann spuckt das so ein Attribute-Set aus, das dann irgendwie gewisse andere Sachen davon spezifiziert. Zum Beispiel sowas sagt, wie es soll dies und jenes Programm installiert sein oder was auch immer. Und dann wird das wieder als Konfiguration da reingegeben, solange bis das also bis das irgendwie einen stabilen Punkt erreicht hat, ja. Genau. Das klingt auf den ersten, also vielleicht hört sich das erstmal sehr kompliziert an. Das ist aber eine sehr elegante Art, wenn man sich länger damit beschäftigt und das verwendet tatsächlich, ist das eine sehr elegante Art, das zu handeln. Also es gibt auch verschiedene Stellen in Nix-Packages, wo immer wieder so diese Fixpunkt-Idee aufgegriffen wurde und wann immer man das tut, werden Sachen sehr viel einfacher. Also für Leute, die funktional programmieren können, ist das vielleicht mehr oder weniger klar, dass das eine gute Idee ist an manchen Stellen, aber für Leute, die da nicht so vertraut damit sind, dann mag es vielleicht ein bisschen überraschend sein. Genau, zum Beispiel eine Sache, die man recht einfach machen kann, ist sowas wie, ich möchte die Version von, also irgendwie auf meinem System ist irgendwie vielleicht ein Programm, was irgendwie an verschiedenen Stellen verwendet wird, und ich möchte die Version von diesem Programm ändern, dann gibt es eine Möglichkeit, sich in diesen Fixpunkt da einzuklinken und den zu modifizieren, ja, an der richtigen Stelle. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt demonstrieren wollen oder nicht, aber das ist auf jeden Fall was man sehr leicht machen kann in dieser Sprache. Genau. Okay, was ich eigentlich vorhatte, ist, dass wir tatsächlich noch irgendwie ein Paket schreiben. Ich glaube, dazu werden wir wahrscheinlich jetzt zeitig nicht mehr kommen, aber vielleicht erstmal nochmal eine Fragerunde. Also gibt es soweit noch irgendwie Fragen? Kernel ist da auch mit drin. Der Kernel ist auch unter einem Hash. Tatsächlich ist er auch nochmal vorhanden in /boot bei mir, weil das die EFI-Spezifikation so möchte. Aber ja, ganz grob ja, ich werde zum Ende kommen. Ja, ja, ich weiß. Genau, der Kernel ist da auch in diesem System mit drin und also das gesamte System, der Kernel, alles was da drüber liegt, auch insbesondere auf NixOS ist wirklich alles, ja. Ein Vorteil ist ja, dass ich kann von bestimmten Modulen verschiedene Sachen parallel haben. Man kann ja den Kernel parallel laufen lassen. Also genau, parallel nicht, aber im Sinne von, du kannst zum Beispiel verschiedene, also ich meine, das kann man natürlich auf einem normalen System auch, verschiedene Booteinträge mit verschiedenen Versionen von dem Kernel.
aber es ist sehr, sehr viel einfacher, diese Version zu ändern. Und die Nix-Leute bauen auch alle Versionen von dem Linux-Kern in allen RC-Versionen und so, weil das alles komplett automatisiert ist und man kann in seiner Konfiguration sagen, hey, ich möchte jetzt Linux-Kernel-Version 5.1.RC7 haben und dann passiert das. Und wenn der nicht gecached sein sollte, wird er gebaut. Und man kann dann auch sagen, ja, ich möchte jetzt aber die Konfiguration von dem Kernel noch modifizieren, dann wird er halt ziemlich sicher lokal gebaut, aber das ist auch alles wirklich einfach in dieser Sprache. Genau. Keine Fragen, ich hätte noch ein paar Anmerkungen. Noch Fragen. Ich kann schon überhaupt gar nicht beantworten oder eher. Also ich treffe immer wieder NixOS begeisterte Enthusiasten, die da voll dahinter sind auf jungen Linux-Tacken zu Vorträgen. Wo geht die Reise hin? Was ist der Scope von dem Projekt? Das ist mir nicht so klar. Aber ich fasziniert die Idee, dass es geht. Erst gab es den Nix als Paketmanager, dann heißt es, komm, wir machen das für die ganze Distro, mal NixOS. Habt ihr das manchmal irgendwie so auf dem Schirm für Anwender? Also das, was du auch selber sagst, es gibt keine Anwender, wo die kommt mal rein, wenn man nichts schaut. Genau. Das ist ganz einfach, wenn man das mal verstanden hat. Das ist so, wie Leute von Start erklären. Ja. Also vielleicht, also was momentan ist Nix, würde ich mal sagen, also Nix, das Build-Tool ist ein Tool wirklich für Entwickler, ja. Und NixOS ist eine Diskussion, die jeder verwenden kann, die aber, glaube ich, momentan etwas Vorwissen erfordert im Bereich generell mit Linux zum Beispiel. Also ich meine, wenn man Zeit hat, dann ist es kein Problem. Also man muss sich halt da ein bisschen Zeit nehmen. Ja, ich meine, also das ist auch was, was sich wirklich rentiert. Ja, ich bin der Meinung, dass sich das echt lohnt. Ja, aber also eine Sache vielleicht, wo die Reise hingehen könnte, ist, dass man vielleicht darüber irgendwie was drüber baut, was das für Leute, die zum Beispiel von Windows kommen oder was auch immer, die tatsächlich denen einen Einstieg ermöglicht. Das ist momentan, glaube ich, nicht der Fall. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass jemand, der jetzt vorher Windows verwendet hat, sofort. Aber ich meine, also prinzipiell ist das natürlich auch möglich, ja. genau. Und also man darf sich auch nicht abschrecken lassen davon, dass jetzt hier nur Konsole war. Ja? Also ich meine, man kann da KDE laufen haben und das ist eine Zeile in der Konfiguration. Also, also viele Leute kommen von Gentoo und von Arch Linux zu NixOS. Muss man einfach sagen, ist einfach so. Weil die Leute halt schon damit vertraut sind, dass sie beim Installieren halt nur geschält kriegen. Ja, so ist es einfach. Das bringt man nicht dazu, was sagen. Unser Hosting-Provider, und der macht das häufig, das links sozusagen, ist bei uns ist, unsere Firma baut die Anwendungen, die auf dem Server laufen sollen, selber. Das heißt praktisch, wir geben einfach bestimmte Komponenten vor, die auf dem Server laufen müssen, damit unsere Anwendung darauf funktionieren kann. Und das ist natürlich für so einen Hosting-Provider ein ziemliches Problem, weil der natürlich eine eigene Umgebung hat. Man möchte muss aber eigentlich dann für jeden Kunden eine ganz individuelle Konfiguration bereitstellen können, damit halt die Sachen, die der Kunde haben will, auch da sind. Und ja, das ist jetzt mein Berührungspunkt, darum habe ich gedacht, ich schaue mir den Vortrag hier mal an. Weil gerade in dem Hosting-Bereich, denke ich mal, kann ich mir so gut vorstellen, dass das viele Leute brauchen können. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Also wer noch Fragen hat, kann der hier draußen auf den Flur. Genau, also ihr könnt mich auch jederzeit fragen. Okay.